Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bernie and the Ink Machine. Der Absturz ist noch im Kopf. Boris ist immer noch weg. Aber darum kümmern wir uns jetzt. Auch wenn ich das Gefühl habe, wir werden jetzt hier richtig Probleme bekommen. Das, was ja vorher passiert ist, das war ja eigentlich alles harmlos, aber mit so einem gestärkten Monster hier. Und ich frage mich, warum sie jetzt mit uns gemeckert hat, ne? Also, waren wir der Zeichner von Boris ursprünglich, oder? Archive, was haben wir denn hier überhaupt? Management Office, Grant Cohen. Warum ist denn so tief unten alles? Macht doch keinen Sinn, da muss man ja so weit hoch. Ich würde sagen, wir checken erstmal hier. Definitely something missing here. Achso, das... Das Ventil. Ich frage mich, wozu ich jetzt eigentlich in der letzten Folge an diesem anderen Ventil gedreht habe. Management. Okay. Man versucht es ja immer erst anders, aber... Wow. Hier hat einer... Filzmarker verbraucht. Steht hier irgendwie so. Steuern, Money, Money und Steuern. Dreht sich also um Money und Steuern. Und Time is Money. Okay. Und so wie es aussieht, hat sich hier jemand dann wohl endgültig verwandelt. Ich habe die Helligkeit übrigens wieder ein bisschen runtergedreht. Das fand ich ja doch ein bisschen sehr hell. Jetzt kommt ja gar kein Grusel Factor auf. Hey Leute, was ist denn hier los? Dicke Väter, weil kommen hier rein, weil die Schwelle zu hoch ist. He will set us free. Finde den geheimen Durchgang. Schönes Screenshot-Bild, oder? Schieße ich mal ein Bild von. Vielleicht sieht es von der anderen Seite noch cooler aus. Alter, das ist aber so ein schöner Archive hier, ja? So ein Zimmer brauche ich auch für meine GameStar-Ausgaben. Die Hunderttausenden. Jetzt eine Bacon-Suppe vermutet. Ah, hier ist ein Tonband. Ah, das ist immer, wenn es so ruhig ist, das ist nicht cool. They told me I was perfect for the role. Absolutely perfect. Now Joey's going around saying things behind closed doors. I can always tell. Now he wants to meet again tomorrow. Says he has an opportunity for me? I'll hear him out. But if that smooth talker thinks he can double-cross an angel and get away with it, well, oh, he's got another thing coming. Alice? Ooh, she doesn't like liars. Finde 5 Glühbirnen. Ah, guck mal hier. Oh, you just blinked. So that's how it works. Alter, das ist ja anstrengend, wenn man dann sein Zimmer will. Alter Verwalter. Oh, das dürfen wir doch niemals einfach nur so machen, oder?
hier nicht an, oder was? Ach, hier ist noch eins. Alter, so weiter, was geht denn hier ab, Mann? Jetzt krieg ich hier Flashbacks, oder was? Ich hab keinen Bock, das nächste Buch hinzudrücken. Frage auch wo jetzt? Ah, hier ist noch. Okay, fehlt noch eins. Hier. Betritt die Dunkelheit. Alter, ihr verkohlt mir doch, Alter. Wer hat denn hier so was gebaut, Mann? Oh cool, weg mit dir. Wusste ich gar nicht, dass man die bewegen kann. Oh Mann, ey. Hätte man ihn erwischen können. Vor allem hier so eingearbeitet. Wenn wir hier dran ziehen, dann heißt es wieder, wir sollen irgendwas besorgen. I can get across here if I can find a way to fix this. Repariere die Brücke. Wer hätte das erwartet? Vor allem wie? Wo hat er denn jetzt erkannt, was der Fehler ist? Aber er wundert sich persönlich, oh ja, nee, ne? Was hier unten alles so ist. Das scheint ja wirklich alles bekannt zu sein. Oh Mann. Ist da der perfekte Boris drin? Blubbert schon so komisch. Oh Mann, ich will da ja nicht dran ziehen, ey. Und nun sollen wir da drin, oder was? Ich will hier auch so komisches Vieh werden. Okay. Kann ich damit irgendwas machen? Sollen wir die Brücke jetzt malen, oder? Uns ja aus der Tinte wirklich eine Waffe machen, oder? Aber warum jetzt nur von dem sein Rücken? Da hätte ich jetzt ja noch ein bisschen mehr von. Was ist die Maschine, ne? Let's go, in die Hölle! Tschüss, Benny. Zeig hier irgendwo in den Kiefer? Nee, ne? Ah, komm. Hola, super, reparierte Tinte. Konnte ja noch schief gehen. Gehen wir durch. Das ist schon schön. Das ist angenehm. Gekrollt werden von allen Seiten. I
See you there, my little errand boy. Mann, du hast den Bogen schon bekommen. Your angel is always watching. What is it that keeps you going? Is it the thrill of the hunt? The thirst for your freedom? Or perhaps you're just looking for a little friendly wolf. Better hurry, errand boy. Boris is having trouble staying in one piece. Was tust du Boris an, hä? Lass deine Finger von ihm. He always bites me. Oh no! I just want to go home. When do we go home? When do we go home? Steckmaschine, schon mal super. Ihr seid die Ungewollten, oder? Ich werde euch nachher rekrutieren müssen, um Alice zu besiegen. Da müsst ihr dann nochmal stark sein. Die sehen ein bisschen aus wie die Blattsacker von Stalker. Mit den Tentakeln da unten dran. Sonst, oder? Können wir da wegmachen? Nee. Ah, ich möchte hier raus. Schon mal schön, dass es gehalten hat. Verzweiflung. Gut, dass da ein Stück kaputt gehen kann, so richtig. Ich frage mich aber immer noch, was sie von Boris jetzt will. Wenn der perfekte Boris ist, jetzt will sie den auseinandernehmen und sich da mehr von einverleiben. Come up and see me. Ah, ich will doch gar nicht. Lager 9. Dreams come true. Dann Lager 9 dürfen wir bestimmt nicht. Aber da kommen wir bestimmt bald hin. Hier gibt es noch Eier als Opfergabe für den mächtigen Bandy.
mächtige Räume. Hier ein bisschen Erklärung für uns, oder? For 40 years I've built attractions that stagger the imagination. Colossal wonders, such as the world has never seen. I have earned my legacy with sweat. Right in front of everyone. High-level investors, Wall Street tycoons. The ever-tactless Joey Drew introduces me, the great Bertram Piedmont, as Bertie, like I was his child. You may be paying me, Mr. Drew, but you don't own me. I'll build you a park, bigger than anything you could ever possibly conceive. But before you go taking any bows, Mr. Drew, know that this grand achievement will belong to me, and to me alone. Park würde er sie bauen lassen. Das ist natürlich cool. Aber dann nicht hier unten, Leute. Stell ich mir schon cool vor, so ein Park. Ach, hier geht bestimmt das Lager auf. Ich dachte ja, Drewy, einfach nur, dass das so richtig nahe Kumpels sind, dass man den das halt als Bertie vorstellen kann, ja? Benny Hell. Hier wird man wiederbelebt. Aber das sollte wirklich hier unten stattfinden? Nee, ne? Das sieht jetzt bloß so aus. Wenn sie einfach bloß die Sachen produziert haben. Bullseye Bonanza. Bottle Wallop. Suche ich jetzt hier eigentlich bestimmte? Nee, ne? Da hinten ist eine Versteckkiste. Merken und im Panik woanders hinrennen. Ah, guck mal hier. Ich kann hier sehen. These guys down in the warehouse get to play games all day while I'm stuck cleaning up after them. They keep locking themselves out of their own back room. So I says to them, look guys, I says, you're smart, right? Here's an idea. Why not rig these games to knock open the door if you win? It'll be fun for you guys, and it saves me the trip down here every day. They went for it like a dog to pot roast. I tell ya, if these guys don't start realizing who the real genius is, I'm outta here. Alter, das ging mir so ein bisschen zu schnell. So, da war auch zu. Oh, hier kann ich noch einchecken. Ich arbeite heute im Lager. You better get overtime for this. Speichert er denn, wenn man das macht? Ich habe gerade zum ersten Mal unten dieses kleine Benny-Symbol gesehen. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Hang in there, Boris. I'm coming. Achso. Und Strom. Tell me, are you having fun? I'm sure Boris doesn't mind waiting for his rescue party. Das sind doch wahrscheinlich eh schon zerlegt, ne? Was soll denn das jetzt hier? Power Station. Activate everything. Activate. Oh, das heißt, dass wieder irgendwo Teile suchen. Mann, Leute. Mächtigt euch mal, ey. Forschung und Design. Dürfen wir aber ohne rennen. Deswegen sollen wir das wahrscheinlich mit Strom versorgen. Das hier ist von da eben noch nicht offen, oder? Da liegt ein Stick. Knochen. Oh, guck mal. Jetzt darf man hier spielen.
Was? Ich hab mir den ganz selber in die Sicht geschmissen. Der Timmer. Okay, das war nicht schlecht. Wir versuchen noch immer. Was irgendwie so ist, aber man weiß ungefähr, wie es funktioniert. Das zum Beispiel ist immer richtig komisch. Er wirft so... Man kann nicht los, also man kann nicht was halten irgendwie. Das, warum er das macht, ich verstehe nicht. Okay, das ist Müll hier. Was ist das hier? Luftgewehr schießen? Da ist er für eine Holzknarre hier. Oh fuck. Meine Gewehre alle. Das ist ja echt was offen, ja. Weil ich so geil gespielt habe. Boah, wer seid ihr denn, Leute? Ihr seid ja hässlich. Sobald wir hier an diesem Hebel ziehen, ist sie doch schon wieder irgendwo im Lager unterwegs. That's one. Oh, wir müssen jetzt echt viel von diesen Dingern finden. Sag nicht, wir müssen jetzt Dosen werfen gewinnen. Also wir haben ja schon mal... Aber das zählt ja hier wahrscheinlich nicht. Vielleicht noch eine Geisterbahn fahren oder was? Dann sehen wir, dass Strom ankommt. Okay. Aber mehr hier gab's doch nicht, oder? Wartung, das ist alles geschlossen. Oh, ich hab da jetzt ja keinen Bock drauf, weil ich das hier nicht verstehe, ne? Ich hab kein kapiert, ne, warum er das macht. Aber wenn ich nur immer jetzt kurz klicke, dann schmeißt er die so. Eigenartiges System. Und mit der anderen Maustaste geht, glaube ich, nichts. Aber... Auf rumzuarbeiten, Patrick. Hier muss er ja sowieso noch andere Lösungen geben. Das haben wir ja geschafft. Oder? Man hat ja auch nicht richtig gesehen, wo man jetzt... Ja, auf hier. Das ist ordentlich. Wegpackt da dreimal. Aber die habt doch noch rumgeschafft. War das denn nicht richtig? Aber wenn donkt, hat man doch jetzt umgetroffen. Also, mehr können wir ja gerade nicht tun. Hier geht auch nichts. Was soll ich denn hier nochmal rumspielen? Das ist ja gut passiert. Das war jetzt sehr stumpf. Und jetzt ist irgendeine andere Halle offen. Ah, guck mal, Forschung geht auf. Forschung ist bestimmt richtig unisund. Looks like I've got some company up ahead. Without some kind of weapon, I don't stand a chance. There's gotta be a way around them. Ach, hab ich doch die Fleischer gegen kalt gemacht, Mann. Oh, okay. Von Waffe. Ablenken ist ja angesagt. Wir dürfen mal wieder rauskommen. Da hängen die Penner am Feuer, Junge.
Okay, also müssen wir tatsächlich da unten rumlatschen, um dann anscheinend hier unten reinzukommen, oder? Den können wir uns fangen. Er trinkt ja auch diese verfuckte Suppe, ne? So, guten Tag. Muss ich mal kurz aus dem Weg gehen. Aber die kommen nicht hoch. Das ist schon mal cool. Die Dosen sind auch wieder da, das ist noch besser. So, jetzt nochmal den rechten Tunnel, alright. Der Topfwurf, Alter, Alter, habt ihr gesehen? Ach, guck mal, schmeckt hier nach. Kümmert hier oder nicht? Ich war hier unter einem Tonband. Ach, guck mal hier, Tatsache. The only thing that works around here is my ulcer. Half these people don't know a wrench from a dang steamroller. Bunch of morons is what they are. Spend their day in the warehouse arguing over who's supposed to be doing what or playing them silly games. Still, I'm not complaining. I get most of my time to myself. Suits me just fine. Only thing that bothers me is that mechanical demon in the corner. Bertram's been working on it for a month now. He says it'll walk someday, maybe dance. All it does now is give me the creeps. I swear, when my back's turned, that thing's moving. Okay. What? Aber wenigstens noch dieses Dings hier von der Tonaufnahme. Für dich kann ich wohl nichts machen. Aber immer noch so ein Kaffeepott, oder? Kaffee ist wichtig. Und gleich schon die Dose. Ja, das war doch super, oder? Ich glaube, hier haben wir alles erledigt. Da hinten ging es ja nicht weiter. Und hier kommt jetzt Saft an. Ist doch schon mal stark. Dann schmeißt er sogar die Dosen weg. Okay. Jetzt muss ja ein weiterer Bereich auf sein. Aber den suchen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer für Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Abteilung. Und bei der nächsten Folge Bernie and the Ink Machine. Vielen Dank. Bis dann.